Morgens aufstehen mit Radio Luxemburg, das fällt leicht. Mit einer Mischung aus guter Laune, fröhlicher Musik und spannenden Nachrichten. In den 80er Jahren mit Guten Morgen Deutschland und vorher seit den 60er Jahren mit dem fröhlichen Wecker. Der Tag begann bei RTL mit der Erkennungsmelodie des Senders, mit Happy Luxemburg von James Last. Das war Tradition. Und auf einmal ging dann los diese wahnsinnige Melodie von James Last. Diese Badam-Bam, Badam-Bam, Badam-Badam. Entschuldige mal, wer da nicht wach wird, das, dann weiß ich auch nicht mehr. Axel, Metti, Björn, Rolf, Viktor und noch einige andere. Das waren die Kollegen, die morgens vor allen anderen zur Stelle sein mussten. Erstmal das frühe Aufstehen. Ich sage Ihnen, im Winter, der erste, ich sehe es immer an den, oder ich habe es immer an den Straßen gesehen, die ersten Reifenspuren, die gemacht worden sind, kamen von mir. Das war gar nicht so einfach, aber einmal habe ich den Frank, den ich nach wie vor sehr schätze und der mir auch sehr geholfen hat beim Start, reingeritten insofern, als ich mich bedankt habe und verschlafen habe, weil wir tags zuvor oder sagen wir besser abends zuvor einen luxemburgischen Schnaps nach dem anderen gekippt haben. Also das war schon eine sehr schöne Sache. Frank wurde geweckt und hat mir dann gesagt, Junge, das machst du nicht nochmal. Tags darauf habe ich mich dann revanchiert und wir tranken einen Schnaps nach dem anderen und Frank wurde wieder und dann war aber Feierabend. Am Mikrofon albern und erzählen, die Zeit und die Musik ansagen, die Menschen grüßen und mit ihnen munter am Telefon plaudern. So einfach war die Mischung, mit der die Moderatoren im fröhlichen Wecker ihre Hörer in den Tag schickten. Nein, es ging manchmal noch nicht mal um Inhalte. Das Wichtigste waren immer erstmal die Zeitansagen und dann die Überbrückung von einer Zeitansage zur anderen, beziehungsweise von einer Schallplattenlänge zur nächsten. Ich habe zum Beispiel morgens im fröhlichen Wecker immer gesagt, ich wecke jeden persönlich, der mir eine grüne Karte schickt mit einem grünen Superspruch. Und am nächsten Tag hatte ich tausende von grünen Karten und konnte auswählen. Das heißt, ich musste mir nicht mehr überlegen, was ich sage, sondern ich habe einfach die Sprüche vorgelesen. Ich erinnere mich noch, ich habe mal, der Gedanke kam mir ziemlich schnell und plötzlich, gesagt, für alle, die sich nicht erlauben können und jetzt keine Zeit mehr haben und es eilig haben, spielen wir jetzt die nächste Schallplatte statt mit 45, mit 78 Umdrehungen. Hat geklappt, keiner ist zu spät gekommen. Die gute Laune übertrug sich aus dem Studio ins große, weite Radioland. Jeden Morgen. Viele fragen, sag mal, wie kannst du eigentlich immer jeden Morgen so lustig sein? Ich sag, ja, weil ich Spaß habe an dem Beruf. Ich selbst habe Spaß, wenn ich funktioniere und ich habe Spaß, wenn ich merke, dass die Hörer zumindest ein bisschen die Mundwinkel morgens heben. Und wenn ich mich kurz vorstellen darf, hier ist Matthias und ich möchte nur eins, dass Sie den Tag gut gelaunt beginnen können. Wir sind die Morgen-DJs von Radio RTL. Und dann diese Übergänge, was wir miteinander veranstaltet haben, das war das Schönste, was ich im Rundfunk jemals hatte. Das heißt, nichts abgesprochen, nichts geplant und es war zum Kugeln im Normalfall. Ja. Und mein Onkel hat mir hier auch noch ein Stück Wurst mitgebracht. Darf ich mal kosten? Ich muss ja erstmal auspacken. Darf ich mal kosten, bitte? Hör mal. Ja? Geschmack ist nicht schlecht. Nee. Nur das Harte da. Mensch, da sind ja richtige Gummistücke drin, sag mal. Ja, du, da kannst du doch mal wieder sehen, wie das Auto so langsam von dem Pferd verdrängt wird. Umgekehrt. Siehst du? Mein Onkel. Ach, Quatsch, beiseite. Wir hatten ja damals immer einen Techniker, der die Platten aufgelegt hat. Und das war für mich immer mein Spiegelbild. Heute sitzt ja jeder vor seinem Monitor, drückt eine Taste und dann spielt die Musik ab. Aber ich konnte mich prüfen, ob ich gut, super gut drauf war an dem Tontechniker. Denn wenn der, und ein Tontechniker ist sehr verwöhnt, wenn der mal geschmunzelt hat, dann weiß ich, klasse. In den 80er Jahren dann morgens bei Radio Luxemburg die neue Sendung Guten Morgen Deutschland. Aufstehen mit dem Radio und mit neuem Konzept. Bestehend aus Musik, Informationen, einer Partnerstadt für Spiele und mit bester Comedy.
Hallo, sagt der Viktor. Guten Morgen. Ein neuer Tag wird hell. Radio für den Frühstückstisch aus Luxemburg. Und täglich frisch. Im Prinzip war es eine ganz normale Morningshow mit sehr viel Comedy. Es war, dahinter waren jede Nacht waren zwei Autoren da, die dann auch Lieder machten zu aktuellen Themen. Da kamen die Comedians, die Kabarettisten aus Deutschland eingeflogen. Harald Schmidt, Hans-Werner Olm, Hugo Egon Balder, Jackie Drexler und haben in der Nacht aktuelle Nachrichten zu Gags oder zu Songs umgeschrieben. Dann saßen die da mit ihrer Gitarre und dann überlegten sie und machten dummes Zeug. Elsner stand immer auf dem Standpunkt, die erste Sendung, die Morgensendung, muss die stärkste Sendung sein. Wenn die Leute einmal den Sender anhaben, dann läuft er den ganzen Tag. Damit hat er recht. Diese Morningshow-Zeit, das war super. Also das war ein Mörderteam und wir hatten unglaublichen Spaß. Die Morgensendungen bei Radio Luxemburg. Schon immer ein Markenzeichen und ein wichtiger Teil des Erfolgs. Komm, komm.